Worum geht es heute? Es geht heute um das Thema Isinga 2, die Migration von Nagios bzw. Isinga 1x auf das neue Monitoring-Tool. Mein Name ist Christian Stein. Kurze Stellung noch, bin bei NetWays im Vertrieb tätig. Das heißt, ich kümmere mich sowohl um unsere Neukunden als auch unsere Bestandkunden und unterstütze hier auch im Pre-Sales sehr aktiv. Und der Kollege, das freut mich besonders, der mich hier heute unterstützt, aus technischer Hinsicht ist der Michael. Vielleicht kannst du auch noch ein paar Worte zu dir sagen. Ja, ich bin seit 2012 bei NetWays, seit 2009 beim Isinga Team. Bin Application Developer, darf hier Isinga 2 entwickeln. Und diesem Thema werden wir sich jetzt in der nächsten halben bis Stunde widmen. Okay. Wunderbar, dann vielen Dank. Ganz kurz eine Agenda haben wir natürlich auch vorbereitet. Das heißt, worum geht es heute? Natürlich einerseits mal ganz kurz NetWays vorstellen, wer wir sind, was wir machen für die, die uns noch nicht kennen. Dann aber natürlich der Hauptschwerpunkt, was ist Isinga 2? Mal ein kurzes Summary. Das heißt, was ist Isinga 2 eigentlich? Was sind die Unterschiede zu Nagios bzw. Isinga 1x? Dann eben das Thema mit der Migration, wo auch heute ja der Fokus dann drauf liegt. Und der Michi hat auch da eine Demo, sprich ein System, wo er auch ein bisschen was zeigen kann, wie das dann funktioniert. Und am Ende natürlich nochmal ganz kurz eine Auflistung für künftige Webinare und eine Zusammenfassung. NetWays, die Vorstellung würde ich ganz schnell eigentlich durchgehen. Wir sind ein Open-Source-Unternehmen, das seit 1995 auf dem Markt ist, mit aktuell 40 Mitarbeitern am Standort Nürnberg, haben uns hier auf die Themen Open-Source Data Center Solutions eigentlich spezialisiert. Das heißt, wir versuchen in dem Zusammenhang das gesamte Rechenzentrum eigentlich mit Open-Source-Technologien abzubilden. Das heißt, hier haben wir dann Isinga für das Monitoring, Puppet für das Config-Management, Open Nebula für Virtualisierung, Logstash für Logs Management, Bareus für das Backup etc. Haben hier aber natürlich noch weitere Technologien, die man natürlich einsetzt, sei es jetzt Datenbanken, Cluster-Technologien, Dashing-Tools, also für Dashboards etc. Sind selbst auch sehr stark engagiert, Konferenzen zu organisieren. Das heißt, hier haben wir jetzt neu dazu die Open Source Backup Konferenz, wo es eben rund um das Open Source Backup geht. Dann das Puppet Camp, was wir zusammen mit Puppet Labs organisieren, wo es eben um das Configuration Management geht. Dann ganz klar die Open Source Monitoring Konferenz rund um das Thema Open Source Monitoring. Und dann im Dezember noch die Open Nebula Konferenz, wo es eben rund um das Thema Cloud Virtualisierung geht. Und hier geht es generell bei diesen Konferenzen so um diesen internationalen Austausch. Was machen andere Unternehmen und wie kann man eben so Best Practices für sich einfach noch mitnehmen? Wir sind, aber wer uns kennt, weiß, dass wir auch sehr stark in der Community aktiv sind. Das heißt, in der Regel ist alles, was wir in Zusammenarbeit mit Kunden entwickeln, wird als Open Source wieder zur Verfügung gestellt. Das heißt, hier haben wir unser Add-ons bzw. Plugin-Portal auf netways.org. Wir sind im Isinga-Team sehr stark engagiert und generell, wenn man auf Open Source Monitoring Foren sich rumtreibt, kann es auch mal passieren, dass ein Mitarbeiter von NetWays, oftmals der Herr Friedrich neben mir, sehr aktiv hier sage ich mal, Rede und Antwort steht, wenn Fragen sind. Wir organisieren natürlich auch Schulungen in dem Zusammenhang. Das heißt, unser Ziel ist wirklich sowohl in unseren Projekten, die wir mit Kunden machen, als auch dann eben in den Trainings, dass man wirklich versteht, wie funktioniert das Tool, was hat man davon, beziehungsweise was gibt es für Tipps und Tricks noch, die man mit hernehmen kann, um natürlich ein Best Practice dann zu haben, beziehungsweise auch selber das System betreuen zu können. Das heißt, hier haben wir, das ist wirklich unser Fokus in dem Bereich, haben natürlich auch sehr viele Kunden. Ich denke mal, hier auf dieser Liste wird man ja die meisten dann doch kennen, was jetzt so der Consulting-Auszug ist, den wir machen. Haben aber auch zwei Rechenzentrumsstandorte, wo wir auch für Kunden ganze Umgebungen dann hosten und die betreuen. Das heißt, gerade zum Beispiel Startup-Unternehmen können sich dann auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Und hier nochmal ganz kurz vom Konzept bis hin zur Umsetzung, Schulung, Entwicklung, Support, Konferenzen etc. unterstützen wir hier vollumfänglich. Das heißt, da sind wir wirklich sehr flexibel.
So, kommen wir auf das eigentliche Thema heute zu sprechen, Isinga 2. Mal grundsätzlich ein paar allgemeine Infos zu Isinga 2. Es ist letzte Woche der Isinga 2.1.0 oder die 2.1.0 released worden. Das heißt, sind hier noch einige Bugfixes und Verbesserungen mit eingeflossen, damit das System noch besser läuft, als es sowieso schon zum Release lief. Es ist, wie sein Vorgänger auch, ein reiner Linux-Server-Daemon. Das heißt, es läuft nur auf einem Linux-Betriebssystem, aber hier auf allen gängigen Distributionen. Das heißt, es ist egal, ob das ein SLES ist, ob es ein RHEL ist, ob das ein Debian ist, was auch immer. Pakete werden in der Regel auch zeitnah vom Isinga-Team selbst dann zur Verfügung gestellt, die eben das Ganze dann vereinfachen von der Installation her. Von der Architektur gibt es hier beispielsweise von der Datenbankunterstützungsseite unterstützt Isinga 2 aktuell MySQL und PostgreSQL-Datenbanken. Das heißt hier auch wirklich das Gängigste. Und hier sieht man schon an dem Schaubild hier unten, ich zeige es mal ganz kurz, man hat bei Isinga 2 schon mal den Vorteil, dass es rein featurebasiert ist. Das heißt, ich habe mein Cluster-Feature, ich habe mein Perf-Data-Feature, mein Notification-Feature, Checker-Interfaces etc. und kann hier wirklich sehr fein steuern, was mein Isinga 2 Core eigentlich aktiv tut. Das heißt, wenn ich nur will, dass er Text ausführt, deaktiviere ich alle anderen Features, was es mir natürlich dann noch ein Stück weit eine Performance Boost vielleicht bringt, je nachdem, wie groß die Umgebungen dann auch sind. Und was bei Isinga 2 auch sehr schön ist, es werden alle gängigen Web-Frontends unterstützt. Das heißt, sowohl das jetzige Isinga Classic als auch das Isinga Web mit der IDO-Datenbank und künftig, wenn es dann im Laufe des Jahres released wird, auch Isinga Web 2. Das heißt, das hatte ich schon mal erwähnt hier, dass es vollständig featurebasiert ist. Hier nochmal die Auflistung. Was ein neues Feature ist mit Isinga 2, ist der Support von Live-Status. Das heißt, ich habe hier wirklich eine Live-Status-Schnittstelle, wo ich mir direkt die Daten dann live rausziehen kann, wie der Status ist. Ich habe auch eine direkte Anbindung an die Graphing-Lösung Graphite. Das heißt, ich spare mir dadurch, dass ich Performance-Daten auf die Festplatte schreibe und die dann irgendwo an den TCP-Socket von Graphite schicke. Das kann Isinga 2 out of the box, ohne da Daten auf die Festplatte auslagern zu müssen. Ich kann es sehr einfach skalieren über zusätzliche Nodes. Das heißt, wenn ich mehrere Isinga 2 Instanzen in, wie sich das bei Isinga 2 nennt, einer Zone habe, dann load balancen die sich untereinander. Das heißt, aus 10.000 Checks bei zwei Instanzen wird jede Instanz 5.000 Checks ausführen und sich untereinander stetig austauschen mit den jeweiligen Checkergebnissen, damit die synchron sind. Und das erfolgt dann natürlich, wie es in der heutigen IT-Welt üblich ist, IT-Sicherheits üblich mit SSL-Verschlüsselung. Und für die, die natürlich diese Frage dann haben, ja, alle Check-Plugins, die es aktuell in Nagios und Isinga gibt, sind zu 100% mit Isinga 2 auch kompatibel. Was in Isinga 2 neu ist und was auch ein, ja, ich sag mal, das Highlight eigentlich ist, ist das Thema Clustering. Bei Isinga 1 bzw. bei Nagios musste man sich einen Cluster mit Heartbeat und Pacemaker und weiß der Teufel was bauen. Bei Isinga 2 funktioniert das out of the box. Das heißt, das sieht man hier unten in dem Beispiel sehr schön. Ich habe beispielsweise einen aktiven Isinga 2-Knoten, der mir die Daten in die Datenbank schreibt und alle anderen Instanzen können beispielsweise Checker-Instanzen noch sein, die letztlich aktiv die Checks ausführen, sich untereinander synchronisieren und eine Instanz schreibt die Daten dann in die Datenbank rein. Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit, auch mit hier die ja, meine Umgebung hochführbar zu machen und natürlich dann auch ja, noch weiter aufzuteilen. Das heißt, das klassische Modell, was man aktuell hat mit Satelliten zum Beispiel, kann man auch noch mit Isinga 2 bauen. Das heißt, ich habe eine Masterinstanz, da stellt man sich jetzt zum Beispiel das vor, was wir gerade aus der vorigen Folie gesehen haben, und habe jeweils hier eigene Zone noch, wo ich dann eigene Isinga 2 Instanzen habe, die untereinander völlig autark sind. Das heißt,
Die Zonen sehen sich untereinander nicht, die wissen voneinander nichts. Und ich kann hierüber dann den jeweiligen lokalen Admins dann auch ein Webfrontend dann noch geben, beziehungsweise eine Datenbankschnittstelle auch für beispielsweise ein SLA-Reporting dann, dass die das lokal bei sich durchführen können. Und die Checkergebnisse werden dann natürlich auch wieder SSL verschlüsselt an den Master übertragen, damit man eine ganzheitliche Sicht von dem Monitoring dann hat. Und was hier auch noch dann sehr schön ist, dass mit Issinger 2 auch die Konfiguration automatisch synchronisiert werden kann. Das heißt, ich konfiguriere mir in dieser Masterinstanz, welche Zone welche Konfiguration kriegt und dann wird das automatisch synchronisiert. Unterschiede zu Issinger 1x und Nagios, da würde ich jetzt an den Kollegen, den Michi, übergeben. Vielleicht noch wichtig vorneweg, wenn Fragen sind von den Teilnehmern, bitte einfach die in den Chat schreiben und die werden wir dann zwischendurch beantworten, beziehungsweise am Ende dann, je nachdem, wie der Michi gerade am Zeigen ist. Dann, Michi, wenn du starten möchtest. Einiges. Man hört mich nicht. Ich soll nochmal anfangen, okay? Ach, immer diese Initialisierung. Gut, wir haben jetzt gehört, was Issinger 2 ausmacht, was die Unterschiede sind teilweise, was dein Cluster, was wirklich tatsächlich neu ist. Mein Kollege hat schon erwähnt, es gibt Pakete, das heißt, dieses ewige von den Sourcen kompilieren und sich beim Upgrade in den Kopf schießen, das soll eigentlich nicht mehr passieren. Das heißt, es werden vom Isinger-Projekt Pakete angeboten. Ist durchaus eine Neuerung, weil auch die Dokumentation dadurch kürzer wird, wenn man einfach YAML-Install Isinger 2 macht und es funktioniert dann halt einfach. Im Zuge dessen gibt es auch Vagrant-Boxen. Das sind im Prinzip virtuelle Maschinen, die ich dann auch nachher für die Demo verwende. Da kann sich das im Prinzip, dass jeder das gezeigt hat, dann auch noch zu Hause intravenös hinschießen. Im Endeffekt, was tatsächlich wirklich schön und neu ist, wo ich auch später dann noch genauer im Detail eingehen werde, ist die dynamische Konfigurationssprache, wo wir im Endeffekt mit Apply and Assign dynamisch Objekte erzeugen können. Das heißt, im Endeffekt kann ich nicht mehr so wie früher statisch mit Service-to-Host-Relationen Objekte sozusagen zuweisen, sondern ich kann sie auch dynamisch der Laufzeit dann entsprechend erstellen. Das heißt, ich sage, okay, meine Regel definiere ich auf bestimmten Attributen eines Hosts und dieser Host bekommt jetzt ein Standardset vom Service, Ping, Check, Load, was auch immer. Das ist ja gar nicht das gängigste Beispiel. Es gibt auch weiterhin eine Neuerung bei den Notifizierungen. Das heißt, es gibt jetzt Notifizierungsobjekte. Das heißt, es gibt nicht mehr diese starre Struktur zwischen Host und Service, sondern beziehungsweise Contact, sondern man hat jetzt im Prinzip eine Notifizierung für einen bestimmten Typ. Appliziert dann über eine bestimmte Regel dann auf einen Host oder Service, definiert das Notification Command, definiert die Benutzergruppen, die notifiziert werden, was auch immer, und kann das dann entsprechend genauso über Apply und Assign Regeln abbilden. Ähnliches kann man mit den Dependencies machen, die auch deutlich einfacher sind als in Nagios oder Issinger 1, also ein bisschen. Wir haben uns ein bisschen den Kopf darüber zerbrochen, was eigentlich tatsächlich schlecht ist oder nicht wirklich gut funktioniert. Und durch diese Apply-Regeln wird halt durchaus einiges leichter gemacht, sagen wir es einmal so. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, auf den ich dann auch noch eingehen werde, sind konditionale Check-Command-Argumente. Also das ist $arg 1 bis $arg irgendwas gibt es in dieser Form. Da kann ich Default-Werte setzen, die kann ich überschreiben, die kann ich in den Apply-Regeln setzen. Also da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man ein Check-Command für verschiedene Ausführungsmöglichkeiten dann definieren kann.
Im Endeffekt, was auch noch neu ist, die Singer Template Library, das und die Plugin Check Commands, da geht es im Wesentlichen dann darum, dass oder Monitoring Plugins, wie sie jetzt heißen, auf Debian Konfiguration mit ausliefern. In den Debian Packages liefern wir sozusagen oder liefert das Singer 2 Projekt sozusagen direkt Konfiguration für die Plugin Check Commands mit. Und das wird dann entsprechend auch in der Dokumentation referenziert, beziehungsweise kann man entsprechend verwenden und sagt, okay, ich möchte jetzt einfach den Ping oder den Load-Check oder was auch immer dann direkt verwenden können. Und muss man jetzt nicht wirklich Gedanken darüber machen, dass ich jetzt tatsächlich alles, was ich vormals händisch mühsam geschrieben habe, insofern auch migrieren muss. Das heißt, ich kann durchaus in der Migrationsphase dann schon mir einiges an Arbeit ersparen, wenn ich generalisiere. Ja, Gesundheitschecks und das übliche Isinger-Stats und wie geht es meiner Instanz? Funktioniert embedded, das heißt, da gibt es halt ein Check-Command, was dann im Speicher ausgeführt wird und man kriegt nette Performance-Daten, die man dann in PNP, Graphite, was auch immer über Zeit dann graphen kann und analysieren kann. Das macht das Ganze sehr charmant, weil es halt nicht ein File von der Platte lesen ist, irgendwas parsen, irgendwo hinschreiben, sondern es funktioniert einfach nativ, ist ein kleines Config-Objekt. Das Live-Status-Protokoll hat mein Kollege schon erwähnt, also das ist wirklich ein riesengroßes Feature. Es funktioniert mit NACVIS, mit keine Ahnung, was Live-Status dann noch verwendet, aber im Endeffekt, ja, zukünftig auch ist Singer Web 2 dann, wenn es einmal fertig ist. Braucht man im Prinzip mehr als Isinger 2 Enable Feature Live Status nicht recht viel machen out of the box. Das ist mit Isinger 1 oder Nagios dann tatsächlich so, dass man ja das Event Broker Modul kompilieren muss, installieren muss, konfigurieren, hoffen, dass alles geht. Umgebungsvariablen kann man mit Isinger 2 ganz normal verwenden, weil das alles thread safe ist. Das ist auch ein Unterschied zu Isinger 1 oder Nagios, wo man das deaktivieren muss, damit es funktioniert. Das ist eigentlich ein Kopfschuss, aber okay. Das wollten wir in Isinger 2 unbedingt lösen, das Problem, und wir haben es auch getan. Das Cluster-Feature ersetzt Mod Gimmen. Da mag jetzt vielleicht der eine oder andere fragen, warum es keinen Gimmen-Connector gibt oder irgendwas für Job-Queue, aber im Endeffekt ist das Isinger 2 Cluster-Protokoll so dynamisch mit Queues und Threading und Connections ausgelegt, dass man eigentlich diese Job Queue de facto nicht braucht, sondern wir verwenden nativ das Cluster-Protokoll. Wir haben SSL-Zertifikate, wir haben da Verschlüsselung drinnen, das funktioniert alles, das macht dann Handshake und wenn ich alles richtig konfiguriere, dann funktioniert das auch und es läuft und läuft. Und ich hab dann auch keine externe Idee, die wieder überwachen muss mit Gmail-Top oder sonstigen Konsorten. Wo ich mir dann vielleicht noch Gedanken drüber machen muss, warum jetzt irgendein Job-Queue nicht funktioniert. Sondern das ist de facto nativ unterstützt und das kann jeder installieren und jeder ausprobieren. Jo. Ja, Recurring Downtimes ist, glaube ich, nur so ein markantes, öfters wieder mal vorkommt, wo man sagt, okay, in Isinger 1 geht das halt einfach nicht oder in Nagios, sondern da gibt es halt irgendeinen externen Cronjob mit Perl-Script, Scheduler, was auch immer, das funktioniert in Isinger 2 so, das konfiguriere ich ähnlich wie eine Time Period, gebe man einen Zeit Range quasi an und sagt dann in diesem Intervall bitte die Downtime dann entsprechend neu setzen. Gängige Praxis, wo man sagt, naja, warum ist jetzt der Check-Output auf, keine Ahnung, 8 Kilobyte oder 16 Kilobyte statisch limitiert? Meine Performance-Daten werden abgeschnitten. In die Command-Pipe kann ich nur, ich glaube, der Default sind 8000 Slots oder so irgendwie reinschieben. Das sind halt alles Limitierungen, die es in Isinger 2 in der Form eigentlich nicht mehr gibt. Beziehungsweise gibt es de facto nicht mehr. Ich kann da jetzt de facto Commands reinpumpen und der wird es in der Queue reinschmeißen und das entsprechend verarbeiten und dann funktioniert es halt einfach. Bezüglich Kompatibilität hat mein Kollege schon gesagt, die Plugins sind 100% kompatibel. Das sind im Wesentlichen sind sie ja nur, die anhand von der Plugin API ausgeführt werden auf der Shell
und dann entsprechend was retour liefern. Was man natürlich neu machen muss, zu einem gewissen Teil, sind die Check-Command-Konfigurationen, also die teilweise mitgelieferten, teilweise neu zu erstellenden. Was die Konfiguration an sich betrifft, ist es ein neues Format. Das heißt, da kann man nicht einfach die alte Nagios-Singer und Nagios-Konfiguration dann rüber kopieren und dann schauen, dass es funktioniert. Es gibt zwar ein Migrationsskript und es gibt da im L-Conf einen kompatiblen Migrationsexport, aber die verwenden eigentlich oder die verwenden de facto nicht die neuen Apply-Regeln, die verwenden gewisse magische Tricks, wo dann halt aus den Host-Kontakten Notifizierungen für Hosts rausfallen. In der Praxis hat sich halt einfach gezeigt, dass man dann 10.000 Notifizierungsobjekte hat, die man eigentlich mit fünf verschiedenen Notifizierungs-Apply-Regeln besser erschlagen kann. Deswegen ist einfach die Empfehlung, auch um Isinger 2 dann tatsächlich zu verstehen, dass man die neue Konfigurationssprache einfach lernt, dass man sich mit den momentanen Mitteln wie Syntax-Highlighting oder in Isinger gibt List-Objects-Tool, das werde ich nachher noch kurz zeigen, wo man sich de facto dann die Objekte anschauen kann, beziehungsweise auch tatsächlich mitbekommt, wo die Attribute hervererbt worden sind, beziehungsweise wo sie überschrieben worden wo sind, beziehungsweise wo sie original herkommen. Und man kann im Endeffekt genauso oder ähnlich wie in Isinger oder Nagios auf der Shell das ganze Ding konfigurieren. Ich kann es aber natürlich auch generieren, mit Puppet raus generieren, mit Ansible, mit Salt, mit Chef, mit, keine Ahnung, irgendeiner CMDB, die halt aus einem Excel-File irgendwelche bunten Daten generiert. Aber im Endeffekt sollte man sich natürlich die Dokumentation dann auch entsprechend anschauen und erlernen, wie man das dann entsprechend Best Practice dann migriert. Da zeige ich nachher ein paar Beispiele, aber natürlich gibt es im Projekt selber auch eine ausführliche Dokumentation zu dem Thema. Bezüglich der ganzen Add-ons, man kann das eigentlich eins zu eins weiterverwenden. Man muss entsprechend natürlich schauen, dass die IDO-Version der Version 1.11.7 entspricht. Das ist die aktuellste, die für die 2.1.0 verwendet wird. Bei Live-Status ist es so, mit dem Unix-Socket muss man den Pfad entsprechend neu angeben, aber wenn man zum Beispiel Truck installiert oder Isinger Web 2 dann irgendwann, definiert man den Pfad zu dem Live-Status Unix-Socket. Man könnte es auch TCP verwenden, also nativ ohne XINET-D, Forward, irgendwas Ding. Man kann die Status.Objects rausgeben, wenn man das möchte, für die Classic UI, für irgendwelche anderen Parser, was auch immer dann. Die Performance-Daten ist im Endeffekt so, man sagt dem PNP oder InGraph oder auch Graphius, Graphite, wie auch immer, wo die neuen Performance-Daten dann liegen und der NPCD zum Beispiel glaubt sich das entsprechend dann raus. Und die Migration ist dann eigentlich auch keine die externe Compile, ganz normal, unterschiedlicher Pfad, muss man zum Beispiel in der Isinger Web XML-Konfiguration anpassen und dann in Cache leeren, aber das ist in der Dokumentation auch entsprechend beschrieben, funktioniert genauso wie gewohnt, außer der Limitierung auf die Slots, die gibt es halt de facto nicht mehr. Und wer jetzt sozusagen eine Schritt-für-Schritt-Migration plant und zum Beispiel diesen Check-Results-Bool-File-Reader in Betrieb hat, der zum Beispiel beim L-Conf-SlaveSync zum Einsatz kommt, da gibt es dieses Feature, was man auch aktivieren kann und der liest halt dann einfach diese kleinen Files von der Platte. Das heißt, ich kann halt meinen Master, der vielleicht mit den Check-Results nicht zurechtkommt, einfach einmal austauschen und dann sukzessive meine Satelliten auf das neue Cluster-Protokoll umstellen, zum Beispiel. Wenn ich sozusagen in der Migration einen kompletten Neuansatz mit paralleler Umgebung fahren kann, sondern einfach sukzessive meine Instanzen dann migrieren möchte. Ja, prinzipiell, was die Migration betrifft, ich würde prinzipiell empfehlen, dass man eine Inventur macht, was tatsächlich
konfiguriert ist, was vielleicht an Altlasten drinnen ist, was die letzten 5 Jahre wahrscheinlich immer wieder aufgeschoben worden ist und trotzdem irgendwie nicht schön gebaut worden ist, dass man sich zumindest einen Überblick verschafft und sagt, okay, es ist alles schön dokumentiert, aber wie kann ich anhand von der bestehenden Struktur dann sozusagen darauf hinkommen und sagen, okay, wie möchte ich dann in Zukunft meine Singer 2 Konfiguration bauen? Also es ist de facto wirklich so, dass man sagt, okay, es wäre eine Möglichkeit, jetzt mal nach vielen Jahren die Konfiguration einfach einmal neu zu bauen. Da gibt es natürlich das Problem bzw. die Fragestellung, wie wird die Konfiguration erstellt? Das heißt, entweder ich editiere sie auf der Shell, ich generiere sie mit irgendwelchen Tools, ich habe es auf so einer CMTP rausgeneriert, von NagelsQL. Beziehungsweise wie möchte ich das auch in Zukunft dann machen? Man baut das magisch um, also man verwendet das Migrationsskript oder einen Export oder man baut entsprechend die Exportmöglichkeiten um und sagt, okay, ich kenne die alten Isinger 1 Objekte oder Nagelsobjekte und ich modelliere dann das ähnlich für meine Tools, die ich mir selber geschrieben habe, was durchaus Kopfschmerzen bereiten kann, aber man kann es sich anschauen. Also im Endeffekt, man kann sich den L-Conf-Code anschauen, man kann sich das Migrationsskript anschauen, wie es gebaut wird, man kann in der Community fragen, man kann uns fragen, wie man es macht. Also de facto, es ist eine Änderung, die man aber vielleicht gerne eingeht und dementsprechend sollte man es eigentlich neu bauen. Das heißt, anhand dieser neuen, schönen Apply- und Design-Regeln mit diversen anderen Features, Custom-Attributen, Check-Command, Plugin-Commands, also mit den konditionellen Argumenten. Man sollte es einfach einmal überlegen und dann entsprechend am besten neu bauen. Zumindest die Konfiguration. Man kann Isinger 1 und Isinger 2 parallel auf einer Instanz installieren. Das heißt, die schenken sich nichts oder die geben sich nicht, solange man die Pfade entsprechend parallel hält. Also zum Beispiel etc Singer und etc Singer 2. Aber die Empfehlung ist durchaus, dass man sich einfach einmal eine Test-VM oder Vagrant-Box einfach installiert und dort dann die Migrationsmöglichkeiten dann auch entsprechend durchspielt. Ja, von der Best Practice her einige Punkte, die man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, die man sich überlegen sollte, die Standard-Dinge, die passieren, sind in Isinger 1 oder Nagel ist eigentlich immer die, dass man Services auf Hostgruppen draufklebt und dann Hosts in diese Gruppen hineintut und die dann automatisch sozusagen die Service-Relation erben. Das kann man in Isinger 2 mit den Apply-Regeln auf Gruppenbasis sehr leicht nachbilden. Also das ist eine relativ 1 zu 1 Migration, außer dass sich das Konfigurationsformat natürlich ändert. Die Notifizierungsregeln sollte man sich wirklich anhand von der bestehenden Kontakte und Typen extrahieren. Also bei Typen, mit Typ ist gemeint das Notification Command, was in den Kontakten definiert ist, weil es ja normalerweise eigentlich so ist, dass man dann einen User für SMS hat, einen User für E-Mail, einen User für Login, dass man das entsprechend generalisiert und sich daraus dann Notifizierungsregeln baut. Die Abhängigkeiten gibt es ja quasi klassisch in Isinger 1 oder Nagios nur Host zu Host oder Service zu Service. Das kann ich in Isinger 2 mit Host zu Service oder Service zu Host auch abbilden. Das heißt, ich sollte mir da Gedanken machen, ob ich da entsprechende Workarounds, die ich vielleicht einmal implementiert habe, vielleicht in Isinger 2 dann einfach einfacher oder besser zu definieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel von einem Router einen Uplink-Port als Service und möchte einen Service, nicht einen Service, einen Host zu einem Uplink-Service quasi abhängig machen. Das kann ich mit Isinger 2 einfach machen. In Isinger 1 oder Nagios würde dann Dummy-Hosting voreinführen. Also da gibt es diverse Dinge, die man sich einfach im Hinterkopf behalten sollte. Ja, und die Commands und Argumente muss man de facto neu erfinden. Also man muss sich entweder sozusagen alles eins zu eins rüber migrieren an den Check-Command-Objekten
Oder ich überlege meine Strategie, wie ich ein Checkkommando baue mit konditionalen Argumenten und ja, im Endeffekt habe ich dann nur ein Checkkommando-Objekt und muss natürlich absolut mehr Zeit investieren, um das Ganze entsprechend schön zu bauen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich. Das ist jetzt ein bisschen trocken, aber ich habe mir einige Beispiele rausgesucht, die sozusagen jetzt das Ganze ein bisschen illustrieren, bevor wir dann auch in die Live-Demo reingehen. Bezüglich der Templates, man kennt es aus Nagios oder Isinger 1, dieses Register 0 und Name und vielleicht dann doch wieder Hostname. Da gibt es einige Ausnahmen im Code selber drinnen von Nagios und Isinger, wo sich jeder, der Spezifikation schreibt, normalerweise in den Kopf schießt, weil das eigentlich nicht spezifiziert ist. Aber im Endeffekt von der Vorgehensweise her sucht man sich den Namen raus, schaut nach, was ist Register 0, das definiert dann sozusagen das Template. In Isinger 2 ist es das Template-Keyword. Das heißt, ich habe im Endeffekt auf der rechten Seite das Template-Keyword sozusagen, habe den Identifier direkt hier drinnen, also im Endeffekt Name db-Server ist halt dann hier direkt das der Name des Host-Template-Objekts. Analog dazu funktioniert das beim Service. Man kann das für alle Objekte machen, also man könnte sich jetzt auch für eine Notification ein Template bauen oder für eine Dependency oder für das IDO, für die IDO MySQL Connection, das funktioniert auch. Also Isinger 2 ist vollständig Template-basiert für alle Objekte, die es gibt. Ob es dann Sinn macht oder nicht im Zuge der Migration ist eine andere Frage, aber das darf dann jeder für sich selber entscheiden. Bezüglich der Gruppen an sich ist es so, in Isinger 1 oder Nagios, da habe ich absichtlich dieses schöne WTF verwendet auf der linken Seite, weil es im Endeffekt so ist, dass man die Member zwar schon über Regular Expressions bzw. Wildcard Expressions zuweisen kann, aber es ist halt sehr eingeschränkt. Das heißt, ich kann da halt was zuweisen und Ausnahmen definieren, aber es ist de facto so, dass ich manchmal einfach Hostgruppen habe, die nicht dem ganz entsprechen, was ich dann haben möchte. Und dann muss ich wieder mit Nested Host Groups irgendwie arbeiten und das Ganze stacked aufbauen. Und am Schluss habe ich dann so viele Host Groups, dass ich mich im Webinterface gar nicht mehr auskenne. Aber im Endeffekt soll es dann de facto so sein, dass ich sagen kann, okay, das, was ich jetzt in der alten Konfiguration drinnen stehen habe und vielleicht gerne hätte, kann ich generalisieren und sagen, okay, in meiner Hostgroup-Definition kann ich genauso mit diesen schönen Assign-Where und Ignore-Where-Regeln, die aus dem Apply quasi auch rauskommen, kann ich diese Zuweisung definieren und die aus alle Hosts mit dem Namen MySQL. Am Anfang irgendwas, am Ende irgends, sollen quasi Member von dieser MySQL-Server-Gruppe sein. Dann möchte ich vielleicht noch alles haben, die Custom-Variable prot-mysql-db definiert haben, aber nur, wenn ein bestimmter String drinnen vorkommt, also db-irgendwas, wo ich sage, okay. Okay. Und das Ganze natürlich auch mit Ausnahmen. Das heißt, es ist ja nicht immer so, dass man jetzt Hostgruppen irgendwo drinnen definiert hat und sagt, okay, alles, was internal ist, möchte ich nicht in der produktiven Hostgruppe drin haben. Und das kann ich entsprechend so definieren. Also in dem Fall sage ich dann, alles, was ein Testserver ist, wo ich ein spezielles Attribut habe, was ich vielleicht aus der CMDB rausgeneriert habe, das möchte ich ignorieren. Das habe ich in dem Beispiel zusätzlich eingefügt, oder? Ist nur ein zusätzliches Beispiel, aber im Endeffekt alles, was dann internal heißt, würde ich dann auch noch ignorieren wollen. Ist es jetzt in dem Beispiel auf der linken Seite nicht drinnen, aber im Endeffekt würde dann alles, was dann diesen Namen im String drinnen hat, im Hostnamen ignorieren. Ich kann da jetzt nicht nur auf den Hostnamen gehen, ich könnte natürlich auf andere Dinge auch hingehen. Das heißt, wenn ich die Migration durchführe,
sollte ich mir vielleicht Gedanken machen, ob es jetzt andere Attribute gibt, die ich da vielleicht als Match oder als Regular Expression oder als direkten Vergleich sozusagen mit angeben möchte. Das heißt, es muss jetzt nicht eine 1-zu-1-Migration sein, sondern ich kann mir wirklich auch Gedanken, ich schreibe jetzt dort 20 Zeilen Assign-Regeln und Ignore-Regeln und im Endeffekt habe ich dann eine globale Gruppe für meine produktiven MySQL-Server und kann da wirklich alles davon ausnehmen oder hinzunehmen, was ich tatsächlich möchte und kann vielleicht 15 andere Hostgruppen, die als Dummy agiert haben, einfach wegschmeißen. Ja, und im Endeffekt, das ist eigentlich die Schwierigkeit, einfach aus den alten, eher statischen Konfigurationen dann vielleicht im Zuge der Migration schon direkt auch etwas Dynamisches zu machen, dass man sagt, man generalisiert das Ganze, man schaut, wo Muster vorhanden, wo es einfach die Möglichkeiten gibt, wie ich meine Konfiguration auch einfacher und lesbarer machen kann. Das heißt, ich kann die Singer 2 Config auch in der Shell konfigurieren, beziehungsweise macht das auch zurzeit so, weil es halt einfach relativ kurz und lesbar ist durch diese Apply-Regeln, beziehungsweise durch dieses Group Assign in dem Fall. Wenn ich das Ganze natürlich dann auf Basis der Apply-Regeln machen möchte, in Singer 1 kenne ich es, oder aus Nagios kenne ich es de facto so, dass ich sage, okay, ich habe meinen Host, ich definiere meine Templates, die quasi verwendet werden sollen. Das würde ich in Singer 1 da ist meine Maus, de facto so machen, dass ich halt use Template 1, Beistrich Template 2, Template 3 sozusagen schreibe und dann eigentlich nicht mehr weiß, in welcher Reihenfolge meine Attribute überschrieben worden sind. In Singer 2 schreibe ich sozusagen untereinander, sage Import DB-Server, Import MySQL-Server, weiß dann, okay, jetzt zum Beispiel den MySQL-Port oder den Datenbankport, den ich einfach zum Beispiel mein Check-Command dann entsprechend verwenden kann. Worum es mir eigentlich prinzipiell geht, das Beispiel ist das klassische, wie definiere ich dann die Zuweisung zum Hostgruppennamen, sozusagen den Service. Das heißt, dieser Service, der die MySQL-Gesundheit sozusagen überprüft, soll jetzt einfach einmal auf alle Hosts in der MySQL-Hostgruppe quasi drauf appliziert werden. Das ist in Singer 1 oder Nagios nur mit diesen Object-Tricks quasi möglich, was direkt auf die Hostgruppe geht. Das heißt, ich kann jetzt da nichts anderes angeben oder sagen, ja, bitte nur auf Custom-Attribut oder sonst irgendwas, sondern es ist tatsächlich nur auf den Hostgruppennamen gebunden. Und das Schöne ist, ich kann es mit die Singer 2 genauso bauen. Ich kann mir aber zusätzliche Dinge ausdenken. Das heißt, ich kann sagen, okay, wenn ich auf der rechten Seite definiert habe, gut, ich habe im Endeffekt 1:1 denselben Service, mit dem Unterschied, dass es halt kein Objekt ist, sondern eine Apply-Regel, die definiert worden ist. Und zusätzlich definiere ich, okay, ich möchte den nur in der Hostgruppe MySQL Server quasi draufbauen. Und weil ich halt im Zuge einer Migration feststelle, okay, meine MySQL Server befinden sich halt alle in dem Netz 192, 168, 7 irgendwas, könnte ich das natürlich entsprechend dann einfach auf die Hostadresse drauf matchen. Das heißt, die ganzen Objekte oder die ganzen Hosts, die entsprechend in dem Subnetz quasi dann drinnen sind, bekommen dann den MySQL Health Check und alle anderen bekommen halt zum Beispiel den nicht, beziehungsweise irgendwas anderes, was ich de facto definiert habe. Und weil ich natürlich ein vorsichtiger Mensch bin oder einfach ein bisschen Wert auf Qualität lege, habe ich ja als bei allen Hosts, die sozusagen keinen Gesundheitscheck brauchen, definiere ich dann diesen No-Health-Check sozusagen und setze den entsprechend auf True. Das ist in dem auskommentierten Beispiel da sozusagen auf der rechten Seite definiert. Wenn ich das setzen würde, dann würde dieser Host zum Beispiel keinen Gesundheitscheck, also diesen Service nicht generiert bekommen. Das ist nur so ein Beispiel am Rande, wie man das einfach wieder zusätzlich aufräumen kann und zusätzlich definieren kann. Das heißt, alles, was ich im Zuge einer Migration baue, sollte man natürlich so bauen, dass es entsprechend in Zukunft auch erweitern kann.
Das ist jetzt ein bisschen ein komplexeres Beispiel. Also jeder, der mit seinem Screenshot-Tool gerade davor sitzt und das für die Nachwelt sichern möchte, die Folien gibt es dann natürlich nachher in unserem Webinararchiv. Prinzipiell darum, das soll eigentlich skizzieren, wie ich momentan in Isinga 1 oder Nagios eine Notifizierung baue. Das heißt, auf der rechten Seite habe ich meinen Host definiert, beziehungsweise meinen Kontakt. Der Kontakt definiert, wie der Service notifiziert wird, wie der Host notifiziert wird. Meistens nimmt man da eh nur ein Check-Command. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man mehrere definiert, was auch immer effektiv für einen Sinn hat. Aus meiner Praxis gibt es eigentlich nur ein Check-Command und aus dem heraus sagt man natürlich dann, dieser Kontakt ist Teil einer Kontaktgruppe und die Kontaktgruppe nimmt man dann als Notifizierungskontakt, beziehungsweise auch für Autorisierung in der Classic UI dann, wo es dann auf die Kontakte halt, auf die sozusagen hingeht. Ja, und im Endeffekt schaut es dann entsprechend so aus, wenn ich dann halt Benutzer zum Beispiel für SMS-Notifizierung oder für irgendwas anderes anlegen wollen würde, dann würde ich das normalerweise duplizieren und sagen, naja, in einem anderen Zustand, wo es jetzt sozusagen nicht critical oder warning oder wie auch immer dann ist, habe ich dann einfach zusätzliche Kontakte definiert, zusätzliche Notifizierungen und das Ganze wird halt schnell relativ unleserlich. Also wenn man dann nach einem halben Jahr drauf schaut auf die Konfiguration, wenn man das Handy pflegt, kann es durchaus passieren, dass man einfach einmal mehr Zeit braucht zum Einlesen. Das Schwierige ist jetzt, wie man das halt sozusagen in Isinga 2 abbildet. Das heißt, das ist schon ein relativer Block, den man dann entsprechend umsetzen muss. Das heißt, jetzt, bevor ich jetzt zur nächsten Folie switche, wo die Lösung des Problems schon drauf ist, im Endeffekt geht es darum, wie man den Typen, das heißt, in dem Fall weiß ich, okay, es ist eine Notifizierung für diesen Service per Mail, brauche ich eine Notifizierung für diesen Service. Dann habe ich es für den Host genauso, brauche ich eine zweite Notifizierung für den Host dann. Die Kontakte bzw. die Kontaktgruppen werden bis auf diese Commands eigentlich eins zu eins auf User- und Usergruppen gematcht und die Services und Hosts essentiell auch. Nur, dass alles, was eine Notifizierung betrifft, dann natürlich in die Notifizierung wandert. Und langer Rede, kurzer Sinn. Das schaut jetzt ein bisschen magisch aus, aber im Endeffekt sind es die besprochenen User- und Usergruppen, die man definiert hat. Im User wird ganz normal definiert: User, ich habe meine Usergruppe. Ich habe da drinnen meine States und meine Types. States und Types sind im Endeffekt die Notification Options. Das muss ich mir entsprechend umrechnen, umdingsen im Kopf. Also es ist jetzt eine etwas längere Konfiguration, aber ich kann sie auch lesen. Das heißt, ich verstehe auch, dass C critical ist oder U unknown oder sonstige Dinge. Und ich kann in den Types auch entsprechend filtern. Das heißt, ich habe das so weit umgebaut, dass ich gesagt habe, naja, mich interessiert Problem und Recovery. Das interessiert mich immer, wenn ich irgendwas mit not okay oder okay notifiziere. Und dann interessieren mich die Downtimes in allen Variationen und Flapping in allen Variationen. Das heißt, wenn ich kurz zurückspringe, habe ich bei den Service Notifications Options Critical, Flapping, Scheduled Downtime und Unknown. Das S ist Scheduled Downtime. Das muss man auch wissen. Und entsprechend so habe ich es eingetragen. Aber ich könnte natürlich hergehen und sagen, naja, eigentlich interessiert mich Downtime Removed gar nicht. Das ist eine neue Möglichkeit in Isinga 2, dass ich diese Typfilter entsprechend noch weiter runterfiltern kann. Aber das ist ein Detail am Rande. Die Usergruppen, die Members werden genauso wieder mit dem Assign gebaut, wie ich es vorher schon bei den Hostgruppen gezeigt habe. Ja, eins zu eins übernommen, wie man sie quasi direkt übernehmen würde, bis auf die Notification-Attribute. Und dann geht es de facto wirklich ans Eingemachte, dass man sagt, naja, ich habe jetzt für einen Service eine Mail-Notifizierung gehabt. Also wenn man sich das wieder in Erinnerung ruft, hier für den Service Notification, die Mail-Notifizierung, weiß ich, okay, hier habe ich de facto eine neue Notifizierung zu schreiben mit dem
Notification Command, Notify Service per Mail, was auch immer das dann im Hintergrund sich versteckt, definiere die Notification-Attribute vom Service, die ohne diesen Notification-Präfix angegeben werden, weil das eigentlich obsolet ist, mit Intervall, Period, dann wieder Types und States rausgefiltert und definiere die vormaligen Kontaktgruppen, jetzt in dem Fall User Groups, diesen CG-Admin und alle Attribute, die ich von den vom vorigen Service sozusagen die Notifizierung reinziehe. Das Ganze kann ich natürlich auch in ein Template reinstecken. Das heißt, wenn man das zu viel Tipparbeit ist, dann knalle ich mal den kompletten Block sozusagen in ein Template und verwende es halt auch immer als Import und habe dann entsprechend kurze Notification-Regeln definiert. Das, was ich jetzt mit dem Assign mache, ist nur ein Beispiel. Das heißt, diese Regel zieht dann tatsächlich nur diesen Host mit diesem Service an. Ich könnte mir das aber natürlich, wenn ich es dann schlau anlege, entsprechend für alle anderen Hosts und Services, die ich in meiner Umgebung dann drinnen habe, entsprechend umbauen und sage dann, diese Service-Notifizierung betrifft jetzt dann alles, was ein Check-Command als Ping definiert hat. Also man kann de facto also bei den Assign-Regeln auf alle Host- und Service-Attribute zugreifen. Beim Host ist es ähnlich. Da ändern sich dann halt die Types und States als Filter mit Problem und Recovery und Down und Up, aber im Endeffekt ist es genau dasselbe. Der wesentliche Unterschied ist, dass die Notifizierungsregeln einmal für Serviceobjekte generiert wird, also dieses Apply Notification to Service und auf der anderen Seite Apply Notification to Host. Das ist etwas, was man sich selbst mal mit einem Beispiel sozusagen vor Augen führen sollte, beziehungsweise auch anhand von der Inventur, die man gemacht hat, einfach sagen, okay, für was muss ich jetzt de facto eine Notifizierung überhaupt rausschicken? Weil der Standardfall ist meistens der, dass der Isinga-Admin 5000 Mails bekommt, und vielleicht kann man das auch entsprechend durch eine Notifizierungsregeln dann einfach abbilden, so wie es de facto auch in der Beispielkonfiguration von Isinga 2 dann drinnen ist. Was auch sicher hin und wieder zu Kopfzerbrechen führt, sind halt die Abhängigkeiten, die ich zum Beispiel für NAPE-Ex definieren muss. Da geht es halt im Wesentlichen darum, dass ich sage, okay, wenn der NAPE-Daemon nicht läuft oder irgendein anderer Agent, das muss jetzt ein NAPE sein, weil der ist ja bekanntlich unsicher. Wenn ich da de facto einfach sagen möchte, gut, führe keine Checks mehr aus, wenn einfach dieser NAPE-Agent tot ist, weil da fährt er das Ding sowieso ins Leere und SLA-Reporting und sonstige Dinge sind dann halt einfach kaputt. Und da hast du auch keine Freude, wenn er immer wieder gepolt wird. Im Endeffekt in Isinga 1 oder in Nagios würde ich das etwas komplizierter machen, indem ich sage, okay, diese Dependency wird dann auf die Hostgruppe, wo NAPE-Server drinnen sind, definiert, nur den Parent quasi, wo dieser Gesundheitscheck NAP Health drinnen ist und darunter dann davon abhängig sozusagen alle Hosts in der Gruppe NAP-Servers und dann eine schöne Aufzählung aller Services, die man dann de facto definiert hat. Das kann lesbar sein, muss man nicht so bauen. Es gibt andere Ansätze, aber es ist auf jeden Fall, für mich persönlich ist es nicht wirklich lesbar. Aber es geht ja im Wesentlichen darum, wie migriere ich das den Spaß jetzt. Auf der rechten Seite habe ich schon ein Beispiel eingeführt, wo ich sozusagen für den Host NAP Server quasi die Variable Agent setze auf NAP. Das kann ich auf irgendeinen anderen Wert setzen, wenn ich lustig bin. Aber im Endeffekt geht es halt darum, dass diese Apply-Regeln für den Gesundheitscheck und für den Disk-Check als Beispiel sozusagen nur auf diesen Host dann drauf appliziert werden. Das ist etwas, was in Ising 1 oder Nagios nicht geht, aber das
kennen wir ja schon, das funktioniert nur mit Hostgruppen und Services. Aber im Endeffekt könnte ich das im Zuge der Migration genauso umbauen. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Dependency quasi, die ich jetzt vom Parent Service des Gesundheitschecks von NAP quasi definiere, möchte ich halt alle Services davon abhängig machen, die auf diese bestimmten Regeln halt matchen. In dem Fall ist es so, dass mich eigentlich nicht die Hostgruppen, die ich als Dummy in Ezinga 1 oder in Ezinga eingeführt habe, dafür verwenden möchte, sondern mich interessiert dediziert das Check-Command vom Service, wenn das NAP ist. Ich möchte verifizieren, ob es auf der anderen Seite sozusagen der Host den Agenten NAP benutzt. Und ich möchte sozusagen die Dependency nicht auf mich selber ausführen, also nicht NAP Health von NAP Health, weil das macht keinen Sinn. Das würde aber Ezinga 2 auch zur Laufzeit ignorieren. Also so ist es nicht. Im Endeffekt, wenn diese Regel dann matcht, dann knobelt sich die Apply-Regel entsprechend die Parent- und Child-Host-Namen raus. Also da muss man an dieser Stelle nichts machen und das funktioniert dann de facto einfach. Die States. Also das State-Filter sagt im Prinzip aus, wann die Dependency in Ordnung ist. Also wenn der Status okay ist, dann passiert nichts. Sonst ist quasi die Reachability kaputt. Und im Fehlerfall wird dann Checks und Notifications deaktiviert. So könnte man es umbauen. Es gibt aber natürlich andere Möglichkeiten, wie man das entsprechend migriert, weil es durchaus so ist, dass in Nagios oder Ezinga 1 die Dependencies durchaus komplex und schwierig sind und auch schwierig zu verstehen, sodass es durchaus Sinn macht, dass man sich da auch genauso wie bei den Notifizierungen einfach einmal wirklich erstellt, was de facto wirklich essentielle Abhängigkeiten sind und die dann entsprechend auch neu baut. Das ist standardmäßig auf den Plugin-Pfad gesetzt. Das heißt, das sieht man hier wunderschön. In Ezinga 2 wird man das Ganze entsprechend als Plugin dir definieren. So, da muss ich einen kurzen Spagat machen. In Ezinga 2 haben wir das Ganze in Conf.d liegen und haben halt hier zum Beispiel Commands drinnen. Das haben wir zwar nicht gerade nicht gesucht, sondern die Konstanten. Ganz blöd. Hier gibt es sozusagen die konstante Plugin-Dir. Das heißt, wenn ich etwas migrieren möchte und sehe User 1, dann ist es de facto so, dass ich die konstante Plugin-Dir anstattdessen verwenden wollen würde. Ich könnte aber natürlich auch hergehen und sagen, naja, wenn ich mal jetzt das wunderschöne Check-Command da einfach einmal klaue. Dann einfach mal nach Ezinga 2 wechsle, nach Conf.d und sagt da Webinar.conf und fügen wir das da einfach einmal ein und sagt, naja, das ist schön, aber habt da jetzt meinen Kommentarblock, das heißt, Ezinga 2 wird man das ignorieren. So könnte ich jetzt hergehen und sagen, naja, ich kopiere mir jetzt einfach mal meine Ezinga 1 oder NAS-Konfiguration da rein. Und überlege mal anhand von dem, was ich da oben habe, wie würde ich das jetzt in Ezinga 2 bauen. Das heißt, ich habe Check-Command, das ist eine Neuerung. Sag, okay, das ist Local Disk. Weiß ich ja durch das Check-Command, dass das eigentlich ein Check ist. Und gut. Dadurch, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, in einem Check-Command-Objekt Default-Werte zu setzen, kann ich da drinnen ganz normal als mit Vars zum Beispiel User 1 definieren, weil ich weiß ja, das User 1 Makro brauche ich. Das ist zwar ultra hässlich, aber so, dass es funktioniert, kann ich sagen, okay, ich weise ihm einfach jetzt mal die Plugin-Dir-Konstante zu. Das heißt, die Magie, die dann im Hintergrund passiert ist, dass sich das Ding automatisch dann ausliest, okay, die Konstante User-lib-Nagios-Plugins wird diesem User 1 Attribut zugewiesen. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich die Command Line 1 zu 1 übernehmen und sagen, naja, ich verwende das da drinnen. Fehlt aber de facto nur was. Das erste, was ich machen muss, ich muss Ezinga 2 sagen,
dass es das Check-Plugin auf der Platte ausführt. Das heißt, dafür gibt es Plugin-Checker an das Template, was sozusagen von Isinger 2 mitgeliefert wird. Da muss ich mir eigentlich keine Gedanken über das ganze Ding machen. Im Endeffekt würde das so aussehen, dass er die Methods execute auf Plugin-Check-Task setzen würde. Aber das ist eigentlich zu technisch. Das heißt, es ist eigentlich besser, man schreibt Import Plugin Check Command oder definiert ein globales Template, was das dann entsprechend importiert und muss man um das keine Gedanken machen. Der Hintergrund ist der, dass ich mit Isinger 2 das Ganze auch im Speicher ausführen könnte, aber da gibt es halt momentan nur ein schmales Subset an Embedded Checks, Gesundheitschecks und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass dieser Service, also beziehungsweise dieses Check Command mit den Argumenten aufgerufen wird. Das heißt, ich habe da jetzt beim Check Disk habe ich einen Warning Threshold, einen Critical und P ist die Partition. Genau. Das heißt, an dieser Stelle muss ich mir entsprechend überlegen, möchte ich jetzt sozusagen Default-Werte definieren für diese Argumente. Das kann ich natürlich jetzt im Zuge der Migration, das ist wirklich nur Migration, einfach dahingehackt. Ich sage jetzt, okay, Warning war es jetzt eigentlich auch nicht auswendig, aber sagen wir, okay, 80% oder müssen wir dann auch in der Hilfe noch schauen von dem schönen Plugin. Warning und dann Critical ist halt 90%. Genau, und die Partition ist, oder das Device, je nachdem, sagen wir, okay, wir wollen halt Home überprüfen. Dann könnte ich das natürlich entsprechend so schreiben. Schön ist es natürlich nicht. Und eigentlich würde ich ja sagen, okay, naja, ich würde gern die Command-Argumente verwenden. Und ich würde oft das Ganze mir den ganzen Spaß mit diesem Plugin-Deal sparen. Das heißt, ich nehme das entsprechend dann auch raus und sage, naja, okay, in erster Instanz, naja, gut, dann schmeißen wir quasi das User 1 Makro raus, weil wir haben ja die globale Konstante. Bauen uns quasi in den wunderschönen String mit der Konstante, weil das kann ich in Isinger 2 so tun. Und dann würde mich eigentlich generell interessieren, dass ich da Argumente dazu baue. Das heißt, die Argumente definiere ich einmal grundsätzlich so, dass ich sage, ich habe dann Key-Value-Pairs. Ups, das war jetzt nicht so geplant. Ich habe da minus W. Dem würde ich sozusagen dann ein Value geben und minus C und in dem Fall minus P. Wobei minus P muss ich eigentlich nicht setzen. Das heißt, da kann ich mir überlegen, Local Disk, dass ich da jetzt zum Beispiel einen Default-Wert definiere. Das würde in dem Fall so machen, dass ich mir ein Attribut einführe, was ich jetzt dann entsprechend, auf einen bestimmten Wert dann halt setze. Dann sage ich, okay, in dem Fall nenne ich das halt so, Home. Das da unten brauche ich eigentlich de facto nicht mehr. Gut, dann habe ich das entsprechend auf Home gesetzt und die ganzen anderen Werte würde ich dann auch entsprechend analog so definieren. So habe ich nämlich die Möglichkeit, dass ich sie einerseits als Default-Werte setzen kann, auf der anderen Seite kann ich sie dann direkt im Service überschreiben. Das heißt, ich kann sie entsprechend setzen und sagen, spezifisch für diesen Service, den ich mir erzeuge, setze ich dann entsprechend die Thresholds. Das heißt, es gibt diese ARG1, ARG2, ARG3-Dinge nicht mehr, es gibt entsprechende Attribute und ich muss mir entsprechend überlegen, welche Default-Werte nehme ich und will ich sie de facto dann überschreiben. Das Ganze kann ich auch für Host-Variablen machen oder Host-Attribute. Das ist nicht die Problematik dahinter. Die Problematik ist eher, dass man es richtig schreibt.
Ich kann da natürlich auch ganz kurze Namen jetzt verwenden, aber ich will sie eigentlich übersichtlich und lesbar haben und ich möchte auch genau wissen, wo die Attribute dann oder die Argumente dann de facto herkommen. Das heißt, ich definiere es dann entsprechend. In dem Fall setze ich halt Warning auf 80% und Critical auf irgendeinen anderen Wert. Und nachher muss ich nur verifizieren, ob das dann tatsächlich also funktioniert. Okay, Kollege sagt mir gerade, dass ich richtig geraten habe bei den Argumenten. Täglich damit arbeitet, weiß man es irgendwann auch nicht mehr. Im Endeffekt, ja, genau. Jetzt habe ich das so eigentlich schon fast in schön umgebaut. Was ich jetzt natürlich auch noch machen könnte, schauen wir mal, was ich Singer 2 jetzt de facto zu meiner Config sagt. Da ist sicher irgendwas falsch, nein, es ist nichts falsch. Okay. Schauen wir mal, ob er das Webinar überhaupt geladen hat. Doch, er hat es geladen. Okay, das heißt, er sagt zu mir, er frisst. Das ist übrigens auch eine Neuerung in die Singer 2.1.0. Er sucht automatisch die etc Singer 2 Singer 2 Conf. Das heißt, man kann die Config einfach nur so validieren. Ich könnte es natürlich auch entsprechend lang schreiben und sagen, naja, ich gebe dir eine Singer 2 Config und dann validierst du das Ganze entsprechend. Also das ist eigentlich sehr charmant. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, ich habe mir jetzt ein Check-Command-Objekt angelegt, ich würde gerne das Ding mir anzeigen. Dann kann ich das entsprechend mit diesem schönen List-Object-Ding machen. Und ich habe es jetzt bewusst in Less mit Farben hineingebaut, weil das hat der Gunnar genialerweise so eingebaut, dass das dann auch schön in bunt ist. Wir haben jetzt Local Disk definiert. Genau. Und da sieht man auch schon, okay, ich habe das Plugin-Check-Command eingebunden. Das kommt ursprünglich aus der ETL, aus User Share Singer 2 Include, aus der Command Conf. Das bitte nicht editieren, das wird beim Upgrade immer wieder überschrieben. Das kommt nativ von Singer 2 mit. Das heißt, eigene Commands in etc Singer 2 pflegen, die mitgelieferten, wenn sie tatsächlich Fehler enthalten, upstream als Patch einliefern. Das wird dann entsprechend eingebaut. Ja, was ich dann tatsächlich da drinnen sehe, gut. Ich habe die Variablen, ich modifiziere sie nur einmal an dieser Stelle und dann entsprechend die Argumente, die definiert sind. Das Command ist userlib nullis plugin disk, gut, passt. Das hat sich sozusagen automatisch aus der Plugin-Dir-Konstante und dem Check-Disk zusammengebaut. Das heißt, die Singer 2 weiß jetzt gut, der Michi wollte ein Local Disk Check-Command definieren. So. Und weil das Ganze natürlich eigentlich keinen Sinn macht, wenn man das sozusagen nur so hinbaut, sagen wir jetzt, okay, ich baue mir jetzt einfach mal einen Host, den nenne ich nicht Localhost, sondern einfach Webinar. In den importiere ich mir den Generic Host, weil ich ein fauler Mensch bin und da drinnen das Check-Command definiert ist. Das Ding ist am besten auf Localhost drauf und recht viel mehr brauche ich da auch nicht. Und dann baue ich mir einen Service. Da bräuchte ich jetzt eigentlich keine Regel dafür, aber im Endeffekt machen wir das so. Import Generic Service, da sind einfach Check-Intervall, Retry-Intervall und so weiter vordefiniert. Dann sage ich Check-Command gleich Local Disk, was ich nicht vertippen würde. Und da hätte ich jetzt genauso die Möglichkeit, wieder oben zu definieren und sagen, naja, standardmäßig interessiert mich die Partition eigentlich nicht. Und ich sage, naja, ich überschreibe das jetzt einfach und sage, naja, in dem Fall interessiert mich halt, puh, keine Ahnung, war Disk. Und das Ganze nennen wir dann halt Disk war. Und das ist mir eigentlich zu dem Zeitpunkt wurscht. Und da will ich eigentlich nur bei 95% sein. So,
Genau, und dann sage ich nur Assign, wo er Match oder na, sagen wir ja nicht nur in dem Fall Hostname gleich Webinar und keine Ahnung, Ignoreware, also man das gleich her sagt, Host was, no var, also no disk war gleich. Das heißt, wenn ich da jetzt nämlich setzen würde, no disk war gleich true, dann würde das sozusagen wieder mal den Service da nicht draufbauen, aber das ist eigentlich nur zu Demo-Zwecken. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann funktioniert das. Ja, es funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt meinem wunderschönen Isinger 2 sagen, dass es bitte auch die Konfiguration einlesen soll. Der Reload funktioniert übrigens asynchron bei Isinger 2. Das ist auch ein Unterschied zu Isinger 1 und iOS. Das blockiert auch nicht, sondern da läuft das Monitoring weiter. Parallel wird der Prozess gespawnt, wird die Config validiert und wenn alles okay validiert und wenn alles okay ist, dann wird das einfach klack übernommen und man muss nicht irgendwie so eine Ausfallszeit von, weiß ich nicht, einer halben Minute oder 5 Minuten oder 20 Minuten für den Reload einkalkulieren, sondern man ist de facto 1:1 im Betrieb. Was mich interessiert ist, wenn ich jetzt diesen wunderschönen, ach schau an, ich habe einen Host, der Webinar heißt. Der hat Services, hat der Services? Ja, der hat Services. Und weil ich alles richtig gemacht habe, denke ich zumindest. Performance-Daten. Okay, das Minus P hat nicht funktioniert. Ah doch. Na gut, dann schaut das eigentlich gut aus. Ich könnte es jetzt neu checken lassen. Ich könnte es natürlich auch wunderschön. Ich sage einfach Checkintervall gleich eine Sekunde. Und das Retry-Intervall auch. Es wird zwar jetzt nirgendwo kaputt gehen, weil irgendwie die Disk nicht entsprechend hochsetzen kann. Das wäre wahrscheinlich für den Load-Check besser. Aber den habe ich nur für die Schulung nächste Woche vorbereitet, also nicht jetzt. Naja. Also, ja. Das Problem mit Konfiguration live übernehmen, das ist ein großes. Aber dadurch, dass der Reload eigentlich in 0,0 funktioniert, ist es verschmerzbar, wenn man das entsprechend machen muss. So, die Web-Oberfläche kommt es natürlich nicht nach mit dem Aktualisieren des letzten Checks, weil das einfach zu schnell ist. Aber im Endeffekt wird der sehr oft ausgeführt. So. Als kleine Ergänzung kann man noch sagen, man sieht es nämlich, dass er eine Sekunde nämlich Offset hat zwischen letzter Check und nächster Check. Da kann man es nämlich sehr gut sehen, dass das Webinterface nicht hinterherkommt. So als Ergänzung noch. Ja, da wird mir zwar der Kollege Gelf umbringen dafür, dass ich das jetzt gesagt habe, aber ja, im Endeffekt ist, glaube ich, der Refresh 10 Sekunden oder so. Das Schöne daran ist, diesen Sekunden-Check kann man jetzt für Cluster-Gesundheitschecks oder Isinger-Checks einfach machen, weil das einfach im Speicher ausgeführt wird. Da wird kein Shell runtergeforkt oder irgendwie Systemressourcen zusätzlich belastet, sondern da macht es de facto dann auch Sinn. Ich habe jetzt da bewusst das neue Isinger Web 2, was noch in der Entwicklung ist, gezeigt, weil es eigentlich de facto für Demo-Zwecke und Test-Deployments wunderbar funktioniert. Man kann das Ganze aber natürlich auch in der Classic UI sich anschauen, die eigentlich genauso aktiviert ist. Also ich habe im Hintergrund eigentlich die Isinger 2X Vagrant-Box, die aus dem Isinger-Projekt zur Verfügung steht, verwendet und habe da halt einfach eine Isinger Hansen mit installiert. Diese ganzen Oberflächen sind vorinstalliert, kann sich jeder anschauen. Hier habe ich diesen schönen Check dann wieder und im Isinger Web sollte ich das auch entsprechend haben.
Haben wir das? Ja, wir haben es. Schau. Dieses Mal funktioniert die Demo. So. Ja, und das ist im Endeffekt schon sehr viel, was ich herzeigen wollte bezüglich der Migration. Das wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt, um Fragen oder sonst wo weitergehen würden, wo ich jetzt einfach einmal an den Kollegen übergebe. Ja, Entschuldigung, ich sehe gerade mein Mikro war aus. Gibt es denn noch Fragen von Teilnehmerseite, die wir jetzt beantworten können, die jetzt vielleicht spannend wären? Was natürlich vielleicht für die meisten interessiert, mich auch. Michi, schalt doch mal den Serv, so wie du es gemacht hast mit dem Mask No Disk Check, dass ich die Partition nicht habe. Probier's doch mal. Dass wir gleich sehen, ob das funktioniert. Ein bisschen Druck aufbauen hier. So, sozusagen, ich soll jetzt beweisen, dass ich nicht nur gescheit reden kann, sondern auch, dass das funktioniert. Sehr gut. Naja, dann schauen wir mal, ob ich einen Schafsplatz habe oder nicht. Und in der Zwischenzeit haben natürlich die Teilnehmer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die wir dann im Nachgang gerne beantworten. Na gut, dann schauen wir mal, was passiert ist. Das interessiert mich jetzt doch nicht. Na schau, hoppala. So, jetzt ist der Service verschwunden, zumindest in diesem wunderschönen Webinterface. In dem Fall sagt das eh schon, dass er den Service nicht gefunden hat. In der Übersicht glaubt das noch immer, aber jetzt nicht mehr. Also, es hat gestimmt, es hat sogar on the fly funktioniert, also mein Gehirn ist gut drauf. Ich hoffe, dass das bei jedem anderen dann genauso funktionieren wird. Ja, wir stehen dann auch gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn es zu solchen Migrationsfragen kommen sollte. Okay, wir haben auch schon eine Frage, die Richtung Conf geht. Und zwar, ich lese mal vor, LConf Weiterentwicklung hinsichtlich dynamischer Config geplant, beziehungsweise inwieweit kann man über die Web-Oberfläche konfigurieren? Das kann ich gleich sagen. Also wer den LConf kennt, das Web-Frontend sieht für das Singer 2 dann genauso aus. Das heißt, man hat wirklich die Namen, das Handling wie im Singer 1 und wie das der Michi vorhin schon gesagt hat, er baut letztlich dann einfach aus den Attributen, die im LConf gesetzt werden, dann diese Singer 2-Konfiguration zusammen. Aber dieses ganze Handling mit Ignore, Assign, Apply etc., das kann der LConf de facto so nicht. Das heißt, wenn man dieses Feature nutzen möchte, so wie es der Michi jetzt gemacht hat, ist es aktuell so, dass man es über die Kommandozeile machen muss, sprich über die Konfigurationsfiles, weil das kann der LConf so nicht, weil er dieses Handling einfach so nicht hat. Wenn die Frage beantwortet ist, bitte einfach kurz eine Info dann schreiben, das würde mir dann reichen, beziehungsweise wenn der Michi dann noch einen Einwand dazu hat, dann gerne. Ansonsten die nächste Frage, wie werden jetzt Event-Händler eingebaut? Ich höre dich nicht. Kann man mich hier hören? Hallo? Ah, jetzt kann man dich hören. Okay, jetzt kann es weitermachen. Das ist ja eine Qualitätssoftware. Im Endeffekt, Event-Händler sind Event-Commands. Das heißt, ich definiere mir ein, das kann man ja gleich mal kurz machen. Schauen wir mal da kurz rein und sagen, naja, ich habe jetzt das Check-Command und sage halt, ich habe ein Event-Command, Keks, das importiert Plugin Event Command gibt es auch quasi was Schönes und dann sage ich im Command mache ich halt whatever bin Echo
Puh, die Double Quotes muss ich übrigens escapen, weil das natürlich sonst nicht erkannt wird. Ich könnte da jetzt natürlich was Schönes machen und sagen, naja, das sehen Sie nicht so, sondern ich setze mir Umgebungsvariablen. Das mache ich in Esinger zwar nicht einfach so und schalte es an und es funktioniert, sondern ich sage selektiv, naja, welche Umgebungsvariable möchte ich jetzt de facto setzen. Das heißt, im Standardfall von der Migration ist es so, dass die Plugins alle Nagios underscore irgendwas haben wollen. Keine Ahnung. Ah, stimmt. Bin schon wieder. Danke, Christian. Der magische Drüberschauer, MySQL-Host, und kann dann da drin sagen, naja, ich möchte die Variable MySQL-Host dafür verwenden. Das ist jetzt nur ein Beispiel, also das wird hundertprozentig nicht funktionieren, aber im Endeffekt geht es darum, wenn ich bei dem Service das Event Command Kext definiere, dann wird es so ausgeführt werden. So, es funktioniert also, der Config Parser. Ach so, der Config Parser sagt mir, hups, dann mal kurz retour. Das sieht man jetzt nicht schön, aber im Endeffekt, wir haben ein farbiges Terminal, das heißt, wir bekommen die Warnung, okay, diese Play-Regel zieht nirgends, wenn wir es ja vorher geändert haben. Das heißt, so, da sind wir. Da kommentieren wir das wieder aus. Dann zieht das Ganze, es fordert entsprechend durch. Diesen schönen Event-Händler, wie triggern wir den jetzt am besten? Schauen wir mal. So, ups. Ich sollte nicht nur verifizieren, sondern auch gleichzeitig einen Reload machen. Ich mache das Isinger 2-C bewusst auf der Shell, weil der Systemd, der jetzt in Red Hat 7 bzw. Fedora 20 drinnen ist und auch zukünftig in anderen Distributionen, diese Check-Config-Action nicht mehr kann. Das heißt, in Isinger 2 ist es halt dann einfach Binary-C als Validierung und mit dem Systemd halt entsprechend arbeiten. Die Demo-Box ist ja CentOS 6, die hat noch kein Systemd. So. Da steht jetzt Enable Event Handler for the Service, das sollte aber automatisch einen Event Handler haben. Normalerweise triggert man ja Event Handler mit passiven Checks, die irgendwas anders ergeben. Aber im Wesentlichen ist es so, wie man das macht. Das heißt, man definiert speziell ein Event-Command. Ich kann da alle magischen Tricks anwenden, die auch für Check-Commands gehen, also Argumente, Umgebungsvariablen, Default-Werte. Also ich kann im Prinzip den Event-Händler, den ich kompliziert mit sehr vielen Übergabeparametern oder Umgebungsvariablen definiert habe, sehr generisch wieder umbauen und muss es dann entsprechend beim Service definieren. Wenn er definiert ist, sind Event-Händler dann auch aktiv und ein Event-Händler wird halt bei jedem State-Change dann ausgeführt und dann kann man sie in HTTP-Server neu starten oder irgendwas anderes machen. So. Okay, es gibt noch eine Frage zum L-Conf. Und zwar gibt es für L-Conf eine automatische, was gibt es für eine L-Conf-basierte Konfiguration, eine automatische Migration? Ja, also es ist wirklich so, ich definiere mir im L-Conf letztlich einfach nur, dass er nicht mehr die Isinger 1-Config schreibt, sondern die Isinger 2-Config. Das mache ich über eine Einstellung im L-Conf auf der Kommandozeile im Parameter selbst, dass er praktisch einen anderen Exporter verwendet. Muss hier auf die neueste Version updaten, auf die 1.4.2 ist, glaube ich, die aktuellste, wenn ich das im Kopf habe. Ich weiß nicht auswendig.
Und dann kann er automatisch die Konfiguration für Ezinga 2 exportieren. Das heißt, ich musste nicht mehr groß was ändern, sondern der Lconf, der kann das dann out of the box in der neuesten Version. Also da würde ich auch wirklich dann die neueste Version dafür dann einsetzen. Genau, die Konfiguration über den Lconf, da war nochmal eine Frage. Ist außer, ich mache jetzt erstmal die Lconf-Fragen dann weg, dass die alle beantwortet sind. Da ist es so, dass man über den Lconf ganz normal auch mit Ezinga 2 das Ganze mit den Vererbungslogiken, wie man es mit Ezinga 1 machen kann, genauso nutzen kann. Das heißt, der Lconf baut halt genauso, wie es bei Ezinga 1 gemacht hat, einen Ezinga 2-Config nach den Parametern, die man aber im Webfrontend dann setzen kann, die halt dann eben versucht werden, auf das neue Ezinga 2-Format einfach zu konvertieren. Das heißt, ich habe ganz normal meine Konfiguration, wie ich sie mit Ezinga 1 dann auch hätte, ohne jetzt irgendwelche Besonderheiten, die jetzt eben das Ezinga 2-Format dann mitbietet, weil de facto kann es der Lconf nicht. Die nächste Frage ist dann, die in den Kommandodefinitionen definierten Variablen sind Standardwerte, die durch Service- bzw. Host-Variablen gleichen Namens überschrieben werden können. Man hört mich jetzt wieder. Okay, was der Michi sagen wollte, ja, das Was der Michi funktioniert. sagen wollte, ja, das Jetzt funktioniert. geht's. Jetzt. Schön. Das ist, ja, das darf noch aus dem Video rausschneiden. Im Endeffekt, ja, das geht alles. Die Abfolge, wie Commands bzw. Argumente und Makros dann evaluiert werden, sind auch in der Singer-Dokumentation beschrieben. Aber ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ich von einem Host die Adresse am Service nochmal überschreiben kann. Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt für diesen Service nicht, keine Ahnung, 127.0.0.1 oder irgendeine spezielle IP-Adresse überwachen, sondern irgendwas anderes, dann könnte ich das auch über magische Apply-Regeln dann auch entsprechend überschreiben. Das heißt, ich sollte mich durchaus bei der Migration mit den Apply-Regeln auseinandersetzen, weil das einfach so mächtig ist, dass ich es eigentlich nicht mehr missen möchte. So. Okay, dann haben wir die nächste Frage. Wo werden Hosts und Services gecached? Es gibt das Problem, dass nach einer Migration, ich habe das Problem nach einer Migration, dass ich einen Host, den ich nicht mehr überprüfen möchte, aus der Config rausgenommen habe, aber der mir im Ezinga Web immer noch angezeigt wird. Das ist hundertprozentiger Softwareproblem, also mit den aktuellen Versionen von Ezinga Web 1.11 bzw. Ezinga 2.0.2 bzw. 2.1.0 ist ja die aktuelle. Wenn man die verwendet, dann tritt das Problem nicht auf. Vorige Versionen auf irgendeinem Ubuntu, glaube ich, haben nur 1.10 oder so drauf und da gibt es einen Bug, der genau das Verhalten verursacht. Aber das tritt in den aktuellen Versionen nicht auf, das heißt upgraden und bitte reproduzieren. Wenn es immer noch auftritt, Bugreport aufmachen. So, wunderbar. Dann haben wir eine weitere Frage. Hört man mich eigentlich? Okay. Dann haben wir noch eine weitere Frage und zwar, wie kann man abgesetzte Worker zum Beispiel Gearman einbinden? Das habe ich vorhin eigentlich schon bezüglich des Clusters erwähnt. Also das Gimmen-Protokoll wird nicht unterstützt. Ich definiere mir eine Klasse-Instanz, das heißt eine Zone, keine Ahnung, DMZ1, wie auch immer, und sage dann entsprechend, dort läuft ein Checker. Das ist eine vollwertige Ezinga 2-Instanz. Das heißt, wenn die Verbindung wegbricht, wird das lokal mitgecached, das heißt, die ganzen Checkergebnisse sind nicht verloren. Und wenn die Verbindung wieder zum Master oder zur Masterzone dann de facto wieder aufgebaut wird, dann wird das repliziert oder
quasi die historischen Daten dann entsprechend zurücksynchronisiert und man hat auch keine Ausfallfälle dann im Reporting, in den Graphen und sonstigen Dingen dann drinnen. Das heißt, im Endeffekt, so kann ich es machen. Da wird es dann auch ein Webinar im Oktober zu dem Thema nochmal, also Cluster, Hochverfügbarkeit, Remote Worker, Checker-Satelliten und sonstiges. Gibt es aber natürlich in der Dokumentation entsprechend erklärt, wie man das baut. Okay, wunderbar. Gibt es denn noch weitere Fragen? Weil aktuell, wenn ich das hier sehe, sind wir jetzt von Fragenseite her zumindest durch. Gibt es noch irgendwas, was wir beantworten können? Ansonsten bietet sich natürlich an, gerade das Thema Clustering, was wir jetzt be gerade besprochen hatten, gibt es natürlich auch ein Webinar dann dazu, wo es dann rund darum geht, wie funktioniert der Cluster, was kann der Cluster dann alles. Und zwar ist das dann aber ein Webinar, das erst im Oktober stattfinden wird. Das nächste Webinar ist dann am 25. September mit dem Kollegen Markus zusammen. Da geht es dann erstmal darum, wie man jetzt die Graphing-Lösung Graphite integriert, sprich über den TCP-Socket, wie das dann ausschaut. Und im Oktober dann mit dem Michi zusammen dann das Thema integrierte Hochverfügbarkeit, also sprich, was kann der Cluster genau, wie funktioniert der Cluster, wie synchronisiert er sich etc. Das sind dann da noch Themen, um darauf hinzuweisen. Ansonsten würden, wenn keine Fragen mehr sind, eine Frage haben wir noch und zwar: Kann man einen Nagios 3.6 als Satellit benutzen, wenn man schrittweise auf Issinger 2 wechseln möchte? Es dauert immer ein bisschen, bis sich das Mikro initialisiert, aber ich glaube, vom Feedback von den Teilnehmern her geht das übers Telefon okay, bloß das Voice-over-IP hängt, glaube ich, teilweise ein bisschen. Aber jetzt müsste man nicht hören. Genau, jetzt haben wir eine schöne Schleife. Nagios 3.6, ich glaube, das gibt es als Release gar nicht, aber wahrscheinlich ist damit 3.06 oder so irgendwie gemeint. Man kann das Ganze zum Beispiel so anbinden, indem man den NSTR oder NSTR-NG quasi schon drinnen im System laufen hat und man lässt das einfach in die External Command Pipe oder ins Check-Results-Pool-Dir dann entsprechend reinschreiben. Das ist genau die Möglichkeit, die ich beschrieben gehabt habe mit diesem Check-Results-Pool-Dir-Reader, wo ich sage, ich möchte den Master sozusagen jetzt ersetzen und meine Satelliten dann entsprechend anbinden. Sei das jetzt über irgendeine Möglichkeit, wie ich halt die Check-Results von diesen Satelliten bekommen kann. Weil recht viel mehr kann ich von einem Standard-Nagios oder Issinger eigentlich nicht bekommen, weil das hat das Ding halt keine Replikation drinnen hat oder Command-Verteilung oder Kontextverteilung. Okay, ist die Frage damit beantwortet, beziehungsweise gibt es weitere Fragen? Ansonsten würde ich mich natürlich für die rege Teilnahme bedanken. Wie gesagt, die Webinare von, also die Webinarfolien, das Video, das werde ich alles im Laufe der Woche auf jeden Fall online stellen, damit man es sich im Nachgang nochmal anschauen kann, damit man auch die Präsentation hat. Wir werden natürlich noch weitere Webinare dann machen, die wir über unseren Blog, Twitter, Facebook etc. dann auch wieder weit verbreiten werden. Und ja, dann recht herzlichen Dank an alle Teilnehmer und dann vielleicht Und dann sieht man sich auch auf vielleicht der sieht Monitoring-Konferenz, man sich auf der Monitoring-Konferenz, beziehungsweise dann auch beziehungsweise so mal. Dann einen schönen Tag auf jeden Fall. dann einen Tschüss! schönen Tag auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.